Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen und ein gutes neues Jahr wünsche ich noch. Muss ich mal gucken hier. Das sieht doch alles richtig aus. Gut. Ja, schön, haben wir dann doch trotz Streik einige in den Hörsaal geschafft. Ich hoffe, Sie kommen dann auch wieder nach Hause. Jetzt machen wir ein bisschen Mathe. Wir beginnen mal mit einem Abschnitt noch über Geraden und Ebenen. Hatte Sie auch schon auf der Chatwall gefragt, was Ihnen dazu einfällt. Wir waren ja beim Thema Vektorrechnung und haben schon gesehen, wir können jetzt ganz viel Geometrie machen mit der Vektorrechnung, weil wir ja auch Längen und Winkel und solche Sachen im Griff hatten mit unseren Skalarprodukten. Dann haben wir vor Weihnachten noch das Kreuzprodukt angeschaut, was so uns orthogonale Vektoren geliefert hat und das Spatprodukt, mit dem wir Volumina ausrechnen können. Jetzt also noch ein bisschen was zu Geraden und Ebenen und später dann vielleicht auch Kurven. Also, wie können wir Geraden im R2 erstmal vielleicht oder dann auch im Rn darstellen? Fangen wir mal so an. Hoppla. Will nicht immer. Geraden in R2. Oder auch Rn oder vielleicht noch allgemeiner dann auch. Aber denken wir erstmal an diese Räume, in denen wir uns so bewegen, R2, R3. Ja, wie können wir Geraden darstellen? Haben Sie da, hier tauchen schon Stichworte auf der Chatwall. Windschiefe Geraden, orthogonale Abstände, hessische Normalform steht hier. Normalen Vektor. Okay. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir Geraden mit Hilfe von so Parameterdarstellungen angeben. Also wir könnten vielleicht, wie machen wir denn das? Machen wir mal hier so eine Dreiteilung. So vielleicht. Sagen wir, wir könnten zwei Punkte angeben auf unsere Geraden. Und dann kriegen wir die Gerade. Ist ja festgelegt, dass sie durch zwei bestimmte Punkte geht. Wenn vielleicht hier irgendwo der Ursprung ist, und dann zeichnen wir hier so einen Vektor, der uns den einen Punkt angibt. Stützvektor haben wir sowas vielleicht manchmal genannt. E1, den zweiten. E2. Und dann können wir so eine Gerade dadurch festlegen, dass wir sagen, die soll durch diese zwei Punkte gehen. Und wenn wir die Gerade angeben wollen, dann würden wir das vielleicht so machen, würden sagen, die Gerade, das sind alle x im, zunächst im R2, wenn ich das hier so gemalt habe, ja, im R2. Mit der Eigenschaft, ich kann das x so schreiben, das ist wegen mir p1 plus und dann ein Vielfaches der Differenz zwischen den beiden. Also vielleicht sowas wie p2 minus p1 mal t und t ist irgendeine reelle Zahl. Sieht so ähnlich aus wie Lösungen von manchen linearen Gleichungssystemen, die wir schon angegeben haben. Also das wäre eine Möglichkeit, so eine Gerade hier hinzuschreiben. Da sehen Sie, bei t gleich 0 sind wir an der Stelle p1, bei t gleich 1 sind wir an der Stelle p2. Das können wir natürlich auch anders machen. Dieser Differenzvektor p2 minus p1, wir könnten auch den in die andere Richtung nehmen, dann brauchen wir halt andere t, um an die gleichen Stellen hinzukommen. Und wir können die auch irgendwo anders aufhängen. Also es gibt viele Arten, die gleiche Gerade in so einer Form zu schreiben.
Oder wir könnten gleich sagen, ja, vielleicht geben wir die Gerade an durch so einen Vektor, der uns auf die Gerade bringt und einen Richtungsvektor. Also wieder das unsere Gerade. Hier haben wir irgendwo den Ursprung hingelegt. Und dann haben wir hier so einen ersten Punkt. Ja, B1 wieder auf der Geraden. Und dann geben wir gleich hier der Richtung einen Namen entlang der Geraden. Ich mache das mal hier in grün. Nennen wir das mal V. Dann könnten wir sagen, wir erreichen alle Punkte auf der Geraden, indem wir eben einmal zu dem P1 hinlaufen und dann Vielfache von dem V uns weiter bewegen. Also, I sind alle x in R2 mit der Eigenschaft x ist gleich E1 plus, vielleicht jetzt auch kein Index mehr, ne? Plus V mal T. Und T ist irgendeine reelle Zahl. Gut, das gibt auch die ganze Gerade. Und eine dritte Möglichkeit, Sie hatten schon dieses Stichwort normalen Vektoren so angegeben, ist, sagen wir geben an, eine Richtung, die senkrecht zu der Geraden ist. Das wäre auch was, was wir tun könnten. Also hier ist unsere Gerade. Wir geben uns wieder einen Punkt auf der Geraden an. Vielleicht will ich den jetzt wirklich nicht mehr P1 nennen. Nennen wir den einfach nur P hier. Hier auch schon. Also hier wieder eine Stelle auf der Gerade, P. Und dann sagen wir, geben wir eine Richtung an, die senkrecht zu der Geraden ist, zum Beispiel so. Nennen wir das hier n, einen normalen Vektor, also der steht hier senkrecht drauf. Und wenn wir die beiden angeben, ist damit die Gerade auch festgelegt. Also wir sagen, wir wollen eine Gerade, wo das p mit drin ist und wo die Richtung der Gerade immer senkrecht zu dem n steht. Ja, also das sind dann alle Gerade, sind dann all die Punkte im R2. Mit der Eigenschaft, ich gehe an irgendeine Stelle auf der Geraden hin, x, betrachte den Abstand, die Differenz zu dem p, von dem ich schon weiß, was auf der Geraden ist, und bilde dann das Skalarprodukt mit dem n, und das muss 0 sein. Also alle x, die diese Gleichung lösen, das ist jetzt implizit, die lösen, die liegen auf dieser Geraden. Ein bisschen markieren. Ja, hier ist das n, das rote. Hier vorhin hatten wir hier das v. Und unser Punkt, wo wir uns hinsetzen, das waren immer die p's hier. Also das wäre eine dritte Möglichkeit, die wir eine Gerade im R2 angeben können. Wenn wir eine Richtung senkrecht zu der Geraden haben, haben wir damit die Richtung der Geraden auch festgelegt. Gut, das funktioniert jetzt nicht nur im R2, zumindest die ersten beiden Varianten. Da könnten wir hier auch schreiben, oder Rn oder V. Dann würden wir das eine Gerade nennen in irgendeinem abstrakten, beliebigen Vektorraum. Und hier ebenso. Das können wir auch in beliebiger Dimension machen. Aber das letzte hier, das war R2 spezifisch. Weil wenn ich zum Beispiel im R3 eine Richtung vorgebe und sage die Sachen senkrecht dazu, dann habe ich damit noch nicht die Richtung einer Geraden festgelegt. Hätte ich zum Beispiel eine Ebene ausgezeichnet oder eine Schar von Ebenen, wenn ich nur eine Richtung angebe. Also das ist R2 spezifisch. Das hier. Aber wir können jetzt die gleichen Methoden hier nehmen
und uns Ebenen, zum Beispiel im R3 angucken oder auch in andere Dimensionen, dann können wir das mit im Wesentlichen den gleichen Tricks machen. Also, kennen Sie das alles? Langweilig Sie zum Beginn des Jahres? Soll ich zu dieser normalen Form hier, das hier hinten drüben wäre übrigens eine, das hier heißt, das ist so eine normalen Form. Normalen Darstellung. Und das hier sind solche Parameterdarstellungen, weil wir hier eben ja, so ein Parameter t drin haben. Wegmachen. Parameter da. Stellungen. Okay, also wir können jetzt diese Überlegung, was wir hier gemalt haben, die können wir direkt mitnehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Ebenen im R3 anschauen wollen, machen wir vielleicht, wäre eine Möglichkeit zu sagen, wir nehmen genau die gleichen Skizzen, da haben wir immer gerade so auf die Ebenen drauf geguckt, dass wir nur noch eine Gerade sehen oder wir versuchen das so ein bisschen perspektivisch zu malen. Also machen wir mal sowas hier. Mache ich denn alles? Nee, das ist zu wenig. Ne, wir nehmen nur das, wir nehmen nur die Bildchen. So. Das da oben hat nichts zu bedeuten, das orangene Stückchen. Also jetzt machen wir irgendwie Ebenen in R3 oder Rn. Oder V. Also was würden wir da machen? Da würden wir jetzt sagen, jetzt heißt das Ding hier nicht mehr gerade, sondern Ebene vielleicht. Und dann gibt es vielleicht noch einen dritten Punkt, der liegt jetzt hier irgendwie nicht auf der Geraden. Also vielleicht so ein, der irgendwie hier so ein bisschen weiter hinten liegt. So ein P3. Und dann würden wir sagen, alle Punkte in dieser Ebene liegen, erreichen wir, indem wir zu einem dieser Punkte hingehen. Also sagen wir alle x in R3. Und dann gehen wir zu dem ersten Punkt hin, zu dem P1. Ist natürlich egal, welchen wir P1 genannt haben, aber halt zu irgendeinem. Und dann können wir mal in die Richtung zu dem P2 oder zu dem P3 hinlaufen. Also sowas machen wir hier. P2 minus P1. Mal t plus, vielleicht, das war kein schönes Plus, plus p3 minus p1 mal s, sowas in der Art, und t und s, beides reelle Zahlen. Sieht nicht schön aus, wenn ich das da unten hinschreibe, ich schreibe das hier dahinter. B und S, reelle Zahlen. Das wäre hier diese erste Variante, wie wir mit drei Punkten, die nicht auf einer Geraden liegen, eine Ebene festlegen können. Wir tauchen also hier diese drei Punkte auf. Oder wir könnten sagen, das sind vielleicht irgendwie zwei unterschiedliche Richtungen im R3. Also auch irgendwie wieder so ein bisschen perspektivisch gedacht. Vielleicht haben wir hier eine zweite Richtung. Irgendwie U. Ja, auch grün machen.
Müssen Sie sich jetzt vorstellen, das geht wieder so in die Zeichenebene ein bisschen rein. Ja? Und dann haben wir hier wieder so eine Ebene. Also dann würden wir hier im mittleren Fall sagen, das sind alle x. Im R3 mit der Eigenschaft, ich kann das so schreiben, das ist das P1 oder das P jetzt nur noch, P plus, und dann sagen wir irgendwie V mal T plus U mal S. Also muss ich zwei solche Richtungen angeben, in die ich gehen kann, E und S, irgendwelche reellen Zahlen. Wieder farblich markieren. Hier war dieser Stützvektor P und die beiden Richtungsvektoren U und V. Also so hätten wir jetzt hier Ebenen im R3 in Parameterdarstellung. Hier in den beiden Fällen. Und das geht genauso in Rn vielleicht mit n größer gleich 3 oder auch irgendeinem Vektorraum V mit genügend großer Dimension. Wir haben natürlich immer so ein bisschen Bedingungen. Also wir wollen diese drei Punkte hier am Anfang so wählen, dass sie eben nicht auf einer Geraden liegen. Hier haben wir drei Punkte nicht auf einer Geraden. Wir wollen ja gerade eine Ebene aufspannen und nicht nur eine Gerade. Oder hier hätten wir zwei Richtungen. Was soll für die gelten, damit das wirklich eine Ebene wird und nicht zu einer Geraden kollabiert? Linear unabhängig, genau. Vielen Dank. Dann haben wir hinreichend unterschiedliche Richtungen. Nicht eins ein Vielfaches vom anderen oder so. Okay, also das wäre hier wieder unsere Ebene. Wenn wir jetzt im R3 sagen, wir wollen eine Ebene in normalen Form angeben, dann können wir das auch wieder genauso machen wie im R2. Wir sagen, wir haben jetzt hier gerade so drauf geguckt, dass wir nur noch eine Linie sehen von der Ebene. Oder die geht eben in die Zeichenebene noch mit rein. Ne? Ebene geht senkrecht zur Zeichenebene. Weiter. Und dann können wir jetzt hier wieder das gleiche Spielchen machen wie vorhin. Wir geben uns einen Punkt an, der in der Ebene drin liegt und die Richtung normal zur Ebene. Ein Vektor, der senkrecht auf der Ebene draufsteht. Und dann können wir wir sollen ein Gleichungssystem angeben und die Lösungen sind die Punkte, die in der Ebene drin liegen. Sagen wir alle x im R3 mit der Eigenschaft x minus p. P ist der Punkt, den wir angegeben hatten, der liegt in der Ebene. Skalarprodukt mit n ist gleich 0. So, hier wieder markiert, n wäre der normalen Vektor und p war der eine, von dem wir drin wissen, dass er drin liegt. Der Unterschied ist jetzt immer bei diesen unterschiedlichen Darstellungsformen, ja, die Parameterdarstellungen, die sind irgendwie explizit, da setzen wir was ein für die Parameter, kriegen wir direkt einen Punkt auf der Ebene. Diese normalen Darstellung, die ist implizit.
haben wir eine Gleichung, die wird eben erfüllt von allen Punkten, die auf der Ebene, die in der Ebene drin liegen, oder vorhin R2 der Geraden. Das ist jetzt wieder R3 spezifisch hier mit der Ebene. Das vielleicht habe ich das vorhin eigentlich hingeschrieben. Mal gucken. Ja, hier nur R2. Und hier jetzt eben wirklich nur R3. Dafür haben wir nicht diese vielen Wahlen zu treffen. Also wir können natürlich den normalen Vektor, den können wir noch irgendwie der Länge 1, der Länge 5 oder Länge 27 wählen, oder wir können in die entgegengesetzte Richtung zeigen lassen, also eben ein Minuszeichen davor packen. Aber viel mehr Freiheiten haben wir nicht. Wenn wir die Ebene mal festgelegt haben, ist klar, wie dieser normalen Vektor bis auf einen Vorfaktor aussieht. Und wenn wir jetzt diese Gleichung ein bisschen umschreiben und das Skalarprodukt hier zum Teil ausführen, dann ist es so, dass wir es mit noch weniger Freiheiten, also dass wir es so machen können, dass es recht einheitlich ist und dass wir es gut vergleichen können. Also machen wir das mal so, zur normalen Darstellung. Wir hatten hier diese Gleichung x minus p, Skalarprodukt mit n ist gleich 0. Das ist ja das Gleiche, wenn wir das ausmultiplizieren, wie x mal n minus p mal n ist 0. Oder wir könnten auch sagen, x mal n ist gleich p mal n. Und p und n, die sind ja wirklich gegeben. Das heißt, das Ding hier, dem können wir einen Namen geben, das ist eine Zahl. Den nennen wir mal Alpha, das ist irgendeine reelle Zahl. Jetzt können wir also unsere Ebene R3 so schreiben, dass wir nur auf der linken Seite x mal n haben, diesen normalen Vektor, und auf der rechten Seite eine Zahl. Jetzt mal wieder markieren, was kannten wir. Das p hier, das kennen wir, und das n hier. Das haben wir gegeben. Und damit ist also auch das Skalarprodukt P mal N hier auf der rechten Seite, das Alpha, ist dann gegeben, ist jetzt eine Zahl. Das heißt, wenn wir das jetzt so schreiben, wie das hier am Ende ist, und dann noch uns darauf einigen, wie wir das N wählen wollen, nämlich vielleicht so, dass es Länge 1 hat, zum Beispiel, dann haben wir nur noch das Vorzeichen von dem N zu entscheiden, das heißt letztlich das Vorzeichen von dem Alpha. Also jetzt treffen wir geschickte Wahlen, wähle dieses n so, dass der Betrag von n gerade 1 ist und wegen mir, dass das Alpha größer gleich 0 ist. Also wenn ich sage, Betrag von n soll 1 sein, dann habe ich noch zwei Möglichkeiten, was von n ich wählen könnte zu einer gegebenen Ebene. Und dann nehme ich eben die, wo am Schluss auf der rechten Seite was Positives steht. Dann heißt diese Darstellung hessische Normalform der Ebene. Wenn ich mich darauf einige, dass ich meine Ebenen immer so schreibe, kann ich jetzt zum Beispiel zwei Ebenen angucken und sagen, sind es die gleichen, unterscheiden die sich, wie unterscheiden die sich, sind die vielleicht parallel oder sowas. Also, dann heißt dieses Ding hier x mal n gleich Alpha, hessische Normalform der Ebene. Und analog oben für Geraden im R2 könnten wir das Spielchen genauso treiben. Markieren wir nochmal die
Dieses N steht hier. Das ist das N. Und das wählen wir so, dass das Betrag 1 hat und dass das Alpha größer 0 ist. Ja, auch so. Okay. Für wen war das neu? Hessische Normalform? Okay, und wer hat das schon in der Schule gesehen? Okay, sehr viele hatten es schon in der Schule gesehen, für einige war es aber auch neu. Also, wenn Sie es schon gesehen haben, dann war das jetzt hoffentlich zum in Erinnerung rufen ganz gut. Wenn das neu ist, muss man irgendwie mal ein bisschen damit arbeiten. Und wir machen das jetzt mal, indem wir uns vielleicht mal ein Beispiel anschauen. Hier habe ich zwei Ebenen angegeben. In so Parameterdarstellungen. Die sehen auf den ersten Blick erstmal unterschiedlich aus. Und vielleicht sind die unterschiedlich. Vielleicht haben die irgendwas miteinander zu tun. Vielleicht sind die sogar gleich. Und das sehen wir in dieser Parameterdarstellung nicht so schnell. Und wenn wir die hessische Normalform für jeweils diese Ebenen hinschreiben, dann können wir das recht schnell finden. Also, hier haben wir als Aufpunkt 1, 0, 0 gewählt. Der Punkt liegt auf jeden Fall in der Ebene drin. Und dann haben wir zwei Richtungen, 0, 1, 1 und 0, 2, 0. Die Richtungen, in die wir hier gehen können. Hier haben wir als Aufpunkt einen anderen Punkt, dieses 1, 1, 1 da drüben gewählt. Richtungen, hier taucht eine gleiche Richtung auf, die hatten wir hier auch. Und hier ist nochmal eine andere Richtung. Also wir können jetzt ein bisschen rumüberlegen und kommen vielleicht schon auf die eine oder andere Idee, was da jetzt ähnlich ist und unterschiedlich. Aber wir können auch sagen, wir vergessen das einfach, da stehen irgendwelche Vektoren und wir rechnen jetzt mal stur die hessische Normalform aus. Also als erstes suchen wir uns mal hier links einen normalen Vektor für die Ebene 1. Wir nennen den mal N1. Wie könnten wir den finden? Vektor, der senkrecht auf dieser Ebene steht, ja. Genau, Sie haben gesagt, Skalarprodukt von den Richtungsvektoren, gemeint haben Sie aber Vektorprodukt, genau, Kreuzprodukt. Also wir könnten die beiden Richtungsvektoren nehmen, müssen wir gucken, das sind die Vektoren hier, wo die Parameter dabei stehen, das sind die Richtungsvektoren, nehmen wir das Kreuzprodukt von denen. Also 0, 1, 1, Kreuz, 0, 2, 0, dann wissen wir, da kommt auf jeden Fall was raus, was senkrecht auf den beiden steht. Das ist ja ganz geschickt. Was brauchen wir da? Einmal 0 minus einmal, 2. Das macht also minus 2. Und dann einmal 0 minus 0 mal 0, das ist 0. Und 0 mal 2 minus einmal 0, das ist auch 0. Also hätten wir den Vektor minus 2, 0, 0 gefunden. Jetzt wollten wir aber das Ding so nehmen, dass es Länge 1 hat. Also probieren wir es vielleicht mal zunächst mit dem Vektor N1. Nennen wir den hier N1 Schlange, den ersten. Jetzt machen wir N1, wählen wir als N1 Schlange durch den Betrag von N1 Schlange. Also wir teilen den durch seine Länge. Was passiert dann? Dann wird er zu minus 1, 0, 0. Die Länge dieses Vektors ist ja 2 und durch die teilen wir. Also das nehmen wir mal den als normalen Vektor. Dann haben wir zumindest das mit der Länge 1 sichergestellt. Ob der in der hessischen Normalform jetzt nachher auf der rechten Seite das richtige Vorzeichen hat, sehen wir gleich. Also. Jetzt wissen wir noch, es gibt einen Punkt, der auf jeden Fall hier drin liegt. Das ist in der Ebene, das ist der Punkt 1, 0, 0. Wir könnten auch irgendeinen anderen wählen, indem wir bestimmte Parameter für das S einsetzen. Aber warum nicht einfach den nehmen, der hier steht? Und der hat jetzt das gleiche Skalarprodukt mit dem N1 wie jeder andere Punkt, der in der Ebene liegt. Das ist genau der die Aussage, ja, wenn wir eine Seite zurückblättern,
wie Sie hier in dieser Formel gesehen hatten, hier oben noch. Ja, das ist der eine Punkt, den wir kennen, und jeder andere Punkt in der Ebene, der hat das gleiche Skalarprodukt mit dem n. Das heißt, wir rechnen dieses Skalarprodukt aus und damit kennen wir diese Zahl hier und dann haben wir diese normalen Darstellung der Ebene. Also, wenn x in E1 liegt, dann und nur dann gilt das Skalarprodukt von x mit n1, das ist das gleiche wie das Skalarprodukt des Vektors 1, 0, 0 mit dem n1. Und das ist minus 1. So, und jetzt sehen wir, wenn wir wirklich die hessische Normalform dieser Ebene haben wollen, dann dürfen wir nicht das n1 von da oben wählen, sondern dann müssen wir minus das nehmen, damit wir dann am Schluss hier auf der rechten Seite was Positives stehen haben. Also, die hessische Normalform von n1 sieht jetzt so aus, von e1, Entschuldigung, sieht jetzt so aus. Ich mag. Ist es schwierig. So, jetzt. X mal, und jetzt nehmen wir nicht den Vektor minus 1, 0, 0, sondern den Vektor 1, 0, 0, ist gleich 1. Ja, hier stand noch die Gleichung x mal der Vektor minus 1, 0, 0 ist minus 1. Und jetzt habe ich diese Gleichung nochmal mit minus 1 durchmultipliziert. Okay, das ist die hessische Normalform dieser Ebene. Jetzt rechnen wir die hessische Normalform der anderen Ebene hier drüben aus. Und dann machen wir genau nach dem gleichen Schema. Wir bestimmen uns einen normalen Vektor, indem wir das Kreuzprodukt der Richtungsvektoren wählen. Die Richtungsvektoren sind die, wo das S und das T davor steht. Also 0, 1, 1, Kreuz 0, 0, 1. Und was kommt da raus? Da haben wir jetzt 1 mal 1 minus 1 mal 0, das ist 1. 1 mal 0 minus 0 mal 1, das ist 0. Und 0 mal 0 minus 1 mal 0, das ist auch 0. Da brauchen wir uns jetzt mit dem Normieren gar keine Gedanken machen. Der hat schon Länge 1, den nehmen wir direkt so, wie er rauskommt. Außerdem sehen wir, das ist der gleiche wie bei der Ebene 1. Das heißt, jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Die Ebenen sind gleich oder sind parallele Ebenen. Das wissen wir jetzt, nachdem wir jeweils den ersten Schritt gemacht haben und das hier verglichen haben. Das sehen wir, die sind entweder gleich oder parallel. Und jetzt gucken wir mal, was sie sind, indem wir komplett die hessische Normalform auch für die Ebene 2 hinschreiben. Machen wir das doch hier parallel. Also x liegt in E2. Genau dann gilt x mal N2. Ich sehe gerade, da drüben habe ich ein N1 verschlammt. Gucken Sie mal hier, dieses N hier, das war ein N1. Ne? Jetzt sind wir hier drüben, x mal n2. Nehmen wir wieder einen Punkt, von dem wir wissen, dass er sicher in der Ebene drin liegt, nämlich einfach den, der schon explizit hier oben steht, den ohne Parameter davor, 1, 1, 1, Skalarprodukt mit dem n2, Entschuldigung, so viele Einsen mit dem n2. Also Skalarprodukt von 1, 1, 1 mit 1, 1, 0, das ist 1, das ist positiv. Das heißt, wir können direkt die hessische Normalform dieser Ebene so hinschreiben, brauchen wir nichts mehr ändern, nicht mehr mit minus 1 durchmultiplizieren, so wie drüben im blauen Fall. Die hessische Normalform der Ebene 2, die sieht jetzt so aus, das sind alle x, die diese Gleichung erfüllen, liegen in der Ebene, also x
Skalarprodukt mit 1, 0, 0, das ist unser normalen Vektor, gleich 1. Und jetzt sehen wir, es sind tatsächlich die gleichen Ebenen. Es ist. Das ist dann einer der Vorteile. Also wenn Sie diese normalen Darstellungen wählen und dann noch festlegen, wie lang Ihr Vektor sein soll und dass die Zahl, die da rechts steht, positiv sein soll, dann haben Sie es eindeutig festgelegt, dann haben Sie für jede Ebene genau eine Gleichung. Und dann lässt sich es leicht vergleichen. Wenn Sie das schon, ja? Ja, also das haben wir hier vorhin gesehen. Die Frage war, wenn das negativ ist, was machen wir dann? Also im ersten Schritt haben wir den normalen Vektor normiert. Ne? Das mussten wir hier tun, von hier nach hier, weil der hier war noch nicht normiert. Hier drüben haben wir den Schritt gar nicht gebraucht. Der kam zufälligerweise schon normiert raus. Das war das erste. Und dann das zweite war, hier kam jetzt was Negatives raus. Und dann haben wir einfach nicht den Vektor genommen, sondern minus den Vektor hier unten. Und damit hatten wir das repariert. Das heißt, wir haben diese Gleichung hier, die beschreibt auch die Ebene, aber wir haben nicht diese Gleichung genommen, sondern wir haben die Gleichung mit einem Minus durchmultipliziert, mit einem Faktor minus 1. Und dann kam diese Gleichung raus, die beschreibt das Gleiche und das ist dann die hessische Normalform. Also so machen wir das. Wenn wir das ausgerechnet haben und denken, jetzt sind wir fast fertig, aber leider kommt hier was Negatives raus, dann nehmen wir statt dem n, was wir vorher ausgerechnet haben, minus n und alles ist gut. Dann haben wir die hessische Normalform. Weiß noch jemand, viele von Ihnen kannten das ja schon, was ist denn die anschauliche Bedeutung dieser Zahl bei der hessischen Normalform da auf der rechten Seite? Es ist nicht nur irgendwie eine Zahl, sondern die hat eine Bedeutung in unseren Skizzen da, die Ebene. Was ist der Abstand zum Ursprung? Also, übrigens, das Alpha in x mal n gleich Alpha, also in der hessischen Normalform, ist der Abstand der Ebene zum Ursprung. Also die Ebene hier in dem Beispiel, die hat Abstand 1 zum Ursprung. Warum ist das so? Wenn wir nochmal zu unseren Skizzen zurückgehen, und vielleicht auch hier mal die Darstellung anders machen im Raum. Wenn wir hier auf unsere Skizzen zurückgehen, das Skalarprodukt von P und N, n hat Länge 1. Wenn wir so ein Skalarprodukt mit einem Vektor der Länge 1 bilden, dann rechnen wir gerade aus, wie viel von dem P guckt denn in die Richtung von dem N? Dann rechnen wir gerade diese Projektion aus. Also dieser Abstand hier, na, schwarz, dieser Abstand hier, das ist gerade das Alpha. Also wir
rechnen das Skalarprodukt und dann zerlegen wir ja das p in einen Teil, der in die gleiche Richtung zeigt wie n. Also wenn wir das p zerlegen in einen Teil, der in die gleiche Richtung zeigt wie n und einen Teil, der senkrecht ist zu n, dann kriegen wir, wie viel in die gleiche Richtung zeigt, kriegen wir gerade durch das Skalarprodukt. Also das ist der Abstand der Ebene zum Ursprung. Hoppla, wo bin ich denn jetzt hingesprungen? Gut. So viel wollte ich Ihnen zu Ebenen und Geraden erzählen. Haben Sie dazu im Moment Fragen, Bemerkungen, Beschwerden, Ergänzungen? Ich gucke mal noch, was Sie hier noch geschrieben hatten. Nee. Hier wird gefragt, wie man die Farben einordnen kann in der Vorlesung. Also die Farben sind, damit es schön bunt ist. Und wie hoch die Durchfallquote ist, steht hier. 60% hat jemand vorgeschlagen. Na, ich hoffe nicht. Nein, also. Ja. Ja, können wir eine Punktprobe machen, um zu schauen, ob die Ebene... Das heißt, Sie nehmen sich einen Punkt in einer Ebene und gucken, ob der in der anderen Ebene liegt, oder was würden Sie gerne machen? Ja, genau. Also, okay, Sie sagen, wenn wir schon an der Stelle sind, also die Frage war, können wir eine Punktprobe machen, um zu schauen, ob die Ebenen gleich sind? Und Sie meinten, wenn wir mal so weit sind, dass wir schon gesehen haben, dass die normalen Vektoren gleich sind, genau, dann könnten wir uns einen Punkt in der einen Ebene suchen und sagen, liegt der auch in der anderen Ebene drin? Und dann kommen wir vielleicht drauf, dass wir den 1, 1, 1 hier drüben bilden können, indem wir hier den ersten nehmen und dann einen Schritt in die Richtung von dem S hier laufen. Und dann würden wir hier auch schon von Hand sehen, dass die Ebenen gleich sind. Genau. Und letztendlich ist das nichts anderes. Das hier ist die systematische Art. Wir machen ja so eine Punktprobe, wir stecken einen Punkt rein und dann extrahieren wir nur noch die interessante Information, die in dem Punkt steckt, nämlich nicht, welcher Punkt auf der Ebene ist es, sondern nur, wie weit ist denn die Ebene vom Ursprung weg. Ja? Also wenn hier meine Ebene irgendwie im Raum liegt und hier mein Vektor drauf zeigt, dann bilde ich ja das Skalarprodukt mit dem normalen Vektor. Damit kriege ich gerade den Anteil zur Ebene hin. Wenn ich einen anderen Punkt hier drüben in der Ebene gewählt habe, bilde ich wieder das Skalarprodukt mit dem normalen Vektor. Und damit kriege ich gerade den Abstand der Ebene zum Ursprung. Also letztlich ist das, was ich jetzt gerade eingekastelt habe, die Idee, Ihre Idee mit dem jetzt nach einem Punkt gucken, noch ein bisschen systematisch weiterentwickelt. Gut. Ja, dann sagen wir doch, Ebenen sind gar nicht so spannend. Kurven wären noch lustiger, oder? Ebenen und Geraden sind so gerade. Machen wir doch jetzt mal gleich noch 5.8. Kurven und in dem Zusammenhang erzähle ich auch gern was über spezielle Koordinatensysteme. Und ich erinnere mich richtig, Mittwoch war der Tag, wo wir keine Pause machen, gell? Das heißt, ich muss jetzt einfach weitermachen. Das ist richtig. Gut. Spezielle Koordinatensysteme. Bisher haben wir immer als Koordinatensysteme verwendet, so kartesische Koordinatensysteme. Das sind die Koordinatenlinien geraden und die stehen senkrecht aufeinander. Und jetzt will ich Ihnen so ein paar Koordinatensysteme mal, oder mal ein Koordinatensystem zunächst mal zeigen, in dem die Koordinatenlinien vielleicht gekrümmt sind. Und dann sind wir auch schon irgendwie bei Kurven, weil wenn wir dann einer Koordinatenlinie entlang gehen, kriegen wir keine Gerade mehr, sondern was Gekrümmtes.
Und diejenigen, die vor Weihnachten gejammert haben, dass wir nicht nochmal komplexe Zahlen gemacht haben, werden gleich was wiedererkennen, was wir bei den komplexen Zahlen auch schon gesehen haben. Jetzt allerdings mal ganz ohne komplexe Zahlen. Und zwar die Polarkoordinaten. Also Polarkoordinaten. Für den R2, das machen wir ganz ähnlich wie bei den komplexen Zahlen, nur ohne i jetzt. Also schauen wir hin, wie bei komplexen Zahlen, nur ohne i. Da könnten wir sowas machen. Wir nehmen ein x. Und vielleicht nennen wir die Komponenten auch x und y von unserem Vektor x im R2. Und dann schreiben wir das als r mal Cosinus Phi und r mal Sinus Phi. Und dabei soll r jetzt, das ist dann die Länge unseres Vektors, und das Phi gibt den Winkel an zwischen dem Vektor und der x-Achse. Also, wie wollen wir das machen? Machen wir hier so ein Koordinatensystem und jetzt hier unser x. Und dann sagen wir die Länge davon, das ist das r. Hat nicht geklappt. Die Länge ist das r und der Winkel hier zur x-Achse, das ist das Phi. Da muss ich jetzt vielleicht auch sagen, was ist x-Achse, was ist y-Achse. Also wir projizieren hier senkrecht runter, das ist die x-Koordinate und wir projizieren hier senkrecht nach links rüber, das ist die y-Koordinate. Und dann sehen wir hier unten das rechtwinklige Dreieck. Und jetzt ist in dem rechtwinkligen Dreieck die Ankathete ist ja gerade das x, deswegen taucht da der Cosinus auf. Und die Gegenkathete, das ist das y, deswegen steckt da der Sinus mit drin. Sollen wir die hier drüben auch farblich machen? Ich mache die hier auch farblich. So, r ist jetzt rot und phi ist grün. Gut. Wie können wir die berechnen? R und phi? Ja, r mit Pythagoras. R ist Wurzel aus x² plus y². X und y ausgedrückt durch r und phi, das steht ja schon oben. Ja? X ist r mal Cosinus phi, y ist r mal Sinus phi. Jetzt umgekehrt, r oder phi ausgedrückt durch x und y. Da würde man sagen, das phi, das ist der Arcus Tangens von y. Durch x. Y durch x, das ist der Tangens des Winkels. Dann nehmen wir da den, Entschuldigung, Arcus Tangens. Und da müssen wir wie immer auf den Zweig aufpassen. Obzweig würde uns immer irgendwie was ausspucken mit einem Winkel von minus Pi halbe bis Pi halbe, also von minus 90 Grad bis 90 Grad. Und wenn jetzt das der Vektor x eben nicht nach rechts zeigt in unserer Zeichnung, sondern irgendwie nach links, dann müssen wir uns überlegen, wo wir den gleichen Tangens wieder kriegen. Die Richtung hier, x und y ausgedrückt durch r und phi, die funktioniert immer ohne Nachdenken. Das ist stur ausrechnen, Sinus, Cosinus verwenden. Okay. Aus welchem Bereich sind dann r und phi, wenn x und y beliebige reelle Zahlen sind?
Dann haben wir hier so ein L, was, sagen wir mal, 0 sein kann, 0 kleiner r, kleiner unendlich. Und unser Phi, ja, da geben wir uns irgendwie einen Bereich vor, zum Beispiel sagen wir, wir wählen Phi zwischen 0 und 2 Pi oder manchmal vielleicht auch zwischen minus Pi und Pi, je nachdem, wie es gerade geschickter erscheint. Und je nachdem, was wir gerade geschickter finden, nehmen wir irgendwie den Rand auf der einen Seite oder auf der anderen Seite mit. Entscheidend ist, wir haben die natürlich identifiziert. Ja. Phi gleich 0 ist das gleiche wie Phi gleich 2 Pi. Deswegen habe ich es nur auf der einen Seite hier mitgenommen und auf der anderen da drüben nicht. Oder Phi gleich minus Pi oder Phi gleich Pi. Das sind dann minus 180 Grad oder plus 180 Grad. Da kommen wir dann die gleiche Stelle raus. Deswegen nehmen wir es auch wieder nur auf einer Seite mit. Also müssen wir uns nur einigen. Und das machen wir auch. Vielleicht nicht immer gleich, je nach Anwendungsfall. Das wären Polarkoordinaten im R2. Zu denen können wir übrigens jetzt auch so Einheitsvektoren angeben. Und die Einheitsvektoren, die laufen jetzt aber mit in unserem Koordinatensystem. Also, Einheitsvektoren in R- und Phi-Richtung. Wie sehen die aus? Wir fragen uns jetzt also, in welche Richtung muss ich von meinem X, mein X ein bisschen verändern, damit nur das R größer wird, nicht das Phi? Oder wie muss ich das x ein bisschen verändern, damit sich das r nicht ändert, aber das phi ein kleines bisschen anwächst? Und dann sind das gerade diese Vektoren hier, sagen wir er. Das ist Cosinus. Na, das hängt natürlich davon ab, bei welchem x ich starte. Deswegen ist das Cosinus phi minus phi. Das wäre er. Und E Phi, das wäre dann minus Sinus Phi, jetzt war es aber ein fettes Minus, ja, minus Sinus Phi, Cosinus Phi. Wenn wir die da oben einzeichnen, dann zeigt also das ER hier nach außen. Und das E Phi, das steht da senkrecht drauf. Sehen wir auch, wenn wir das Skalarprodukt da unten ausrechnen zwischen den beiden Vektoren, die ich da angegeben habe, kriegen wir immer Cosinus mal Minus Sinus und dann Sinus mal Cosinus. Das heißt, da kommt 0 raus. Die bilden also ein Orthonormalsystem. Eine Orthonormalbasis, haben wir gesagt. So, bilden eine Orthonormalbasis. Aber ich muss die jetzt mitnehmen. Je nachdem, wo ich gerade gucke, ist die passende Orthonormalbasis eine andere. Das war bei den kartesischen Koordinaten anders. Wenn ich halt an irgendeine Stelle hingehe und sage, wie muss ich laufen, damit die x-Koordinate ein bisschen größer wird und die y-Koordinate sich nicht ändert, dann ist die Antwort hier und hier die gleiche. Immer gehen ein Stückchen darüber. Wenn ich aber hier oder hier frage, wie muss ich jetzt das ändern, damit sich das r ein bisschen ändert, aber das phi nicht, dann ist die Antwort hier eine andere als hier. Okay. Wenn wir Koordinatenlinien einzeichnen, vielleicht nicht noch in die Zeichnung da oben, was sind denn alle Punkte, die das gleiche R haben, aber unterschiedliche Phis, die liegen auf einem Kreis. Und alle Punkte, die das gleiche Phi haben, aber unterschiedliche Rs, die bilden so eine Halbgerade, so einen Strahl aus dem Zentrum raus, aus dem Ursprung raus, nach unendlich. Das heißt, unsere Koordinatenlinien,
sehen jetzt so aus. Nochmal hier wieder das ursprüngliche Koordinatensystem und jetzt irgendwelche Linien mit fixem R. Koordinatenlinien mit fixem R, die sehen irgendwie so aus. Ne? Das sind so konzentrische Kreise um den Ursprung. Also hier war x und y. Und das sind jetzt Linienkonstanten Rs. Linienkonstanten Phis sehen irgendwie so aus. Sowas vielleicht. Ja? Bei kartesischen Koordinaten war das so ein Netz so mit parallelen Geraden, ja? so ein Karo-Muster. Jetzt hätten wir hier dieses Muster. Und unsere Einheitsvektoren in R- oder in Phi-Richtung, die sind eben tangential an diesen Koordinatenlinien ran. Wie kam ich eigentlich drauf, dass das ER genauso aussieht, wie ich es hingeschrieben habe? Cosinus Phi, Sinus Phi. Wenn ich mir so ein Vektor hier nehme, mit einem bestimmten R und einem bestimmten Phi, und sage jetzt möchte ich mir einen angucken, der hat vielleicht ein kleines bisschen größeres R, aber das gleiche Phi, ja dann sieht er ja genauso aus, nur mit einem anderen Faktor hier vorne. Und die Differenz sieht auch wieder genauso aus. Das ist auch wieder proportional zu was ein Cosinus Phi in der ersten und ein Sinus Phi in der zweiten Komponente stehen hat. Deswegen kamen wir also hier drauf. Wenn wir ein bisschen am R wackeln, das R ein bisschen größer machen, dann machen wir hier drüben den blauen Vektor ein bisschen länger, nämlich gerade um das rote Stückchen da oben länger. Und wenn wir es eben so machen, dass wir hier wirklich Cosinus und Sinus reinschreiben und keinen weiteren Vorfaktor, dann haben wir ihn genau auf Länge 1 gebracht, weil Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat 1 ist. So, und dann haben wir einen gebraucht, der senkrecht dazu ist. Das heißt, wir haben den Cosinus genommen und da unten reingeschrieben, den Sinus da oben reingeschrieben und an einer Stelle irgendwo ein Minuszeichen rangepackt. Dann haben wir was senkrecht dazu ist. Und wo haben wir das Minuszeichen hingepackt? Ja, das haben wir so gemacht, dass wir hier oben wirklich in positive Phi-Richtung gucken. Dass wir ein bisschen weiter, ne? Wir messen ja den Winkel Phi von der x-Achse weg. Das heißt, wir wollten jetzt ein bisschen weiter laufen. Und dann passt es mit dem Vorzeichen, wie ich es hier hingemalt habe. Okay, das wären Polarkoordinaten in der Ebene. So etwas Ähnliches kann man auch im R3 machen, aber vielleicht reden wir zwischendrin erstmal über Kurven. Oder haben Sie noch Beschwerden, Bemerkungen, Ergänzungen zu den Polarkoordinaten für sich im Moment? Strom. Schön, wenn Sie so ruhig sind, aber ich frage mich auch, ob Sie zu ruhig sind, glaube ich, Sie Einschläfer. Na, wobei nicht, ne? Wenn ich Sie zu sehr langweile, dann fangen Sie an, was anderes zu machen. Okay, gut. Okay, also Polarkoordinaten lassen wir für einen Moment ruhen, holen wir aber gleich zurück, wenn wir über Kurven reden. Wir haben ja hier schon die ersten Kurven gesehen, nämlich diese Koordinatenlinien, die Koordinatenlinien mit konstantem R, das war ja schon irgendwas Gekrümmtes, diese roten Linien da unten. Also machen wir mal Kurven. Wir definieren mal, was ist eine Kurve. Eine Kurve, da schnappen wir uns immer, die schreiben wir mit so einem Parameter hin. Und der kommt vielleicht aus einem Intervall. Also sagen wir Definition.
Wir wollen die Kurve definieren und wir wollen vielleicht auch gleich noch über die Geschwindigkeit reden. Also sei, hoppla, was ist denn das? Sei I, ja, eine Teilmenge von R, ein Intervall, vielleicht auch ganz R. Und das ist also das Intervall minus unendlich bis unendlich, wenn Sie so wollen. Und wenn wir jetzt so eine Abbildung haben, die dieses Intervall irgendwie in den Rn abbildet, dann nennen wir das Kurve. Und ich nenne jetzt diese Abbildung, die nenne ich gleich x. Das ist so ein bisschen gekürzte Schreibweise, aber bevor ich dann die Kurve noch Gamma nehme und dann in Koordinaten wieder mit einem x ausdrücke, mache ich das gleich so. Ich glaube, das ist ganz gut. Also x ist diese Abbildung von dem Intervall i, Teilte von r, nach rn. Das heißt, die schnappt sich irgendwie eine Zahl, t, aus dem Intervall, und bildet die ab auf x von t. Jetzt könnten wir x von t zum Beispiel so angeben als x1 von t bis xn von t. Sowas heißt dann Kurve in Rn. Und wenn wir jetzt komponentenweise die Ableitung nach t bilden, dann nennen wir das die Geschwindigkeit der Kurve. Die Momentangeschwindigkeit oder Geschwindigkeit. Entlang der Kurve. Ist die Ableitung oder genauer komponentenweise Ableitung. Nach t. In der Physik ist das T dann immer eine Zeit, T wie Time, und Ableitungen nach T schreibt man dann oft nicht mit Strich, sondern mit Punkt, aber das ist natürlich nur eine Konvention. Ich mache das jetzt hier auch mal. Also ich schreibe mal X Punkt und T. Das jetzt wirklich blau machen. Wir haben mich vorhin gefragt, wie das mit den Farben so ist. Ich mache das mal grün. So. X Punkt und t, also dx nach dt an der Stelle t. Oder wenn Sie es mit so einem Ableitungsoperator schreiben, schreiben Sie auch so Sachen, dx dt angewendet auf x von t. Das da oben im Zähler ist auch ein d, ich korrigiere das mal. Es wäre also jede von diesen Funktionen x1 bis xn nach t abgeleitet. Also x1 Punkt und t ist xn Punkt und t. Okay, was ist das jetzt anschaulich, wenn wir so eine Kurve haben? Vielleicht, ich male hier mal so eine Kurve. So, Kurve. Und wie haben wir die Kurve jetzt angegeben? Wir haben so einen Parameter t, der läuft durch irgendeinen Bereich. Und zu jedem t geben wir eine Stelle auf der Kurve an. Genauer, wir haben so einen Vektor angegeben. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht irgendwo hier einen Ursprung hingelegt und haben gesagt, bei einem bestimmten t-Wert haben wir so einen Vektor, der zeigt auf den Punkt hier der Kurve. Bei einem anderen t-Wert haben wir vielleicht einen Vektor, der zeigt den Punkt hier in der Kurve.
Irgendwann später zeigt er vielleicht mal hier hin. Also das wären irgendwie so Sachen wie x1, x von t1 und x von t2 oder sowas. Ja, vielleicht irgendwie so. Hier x an irgendeiner Stelle zu irgendeinem Zeitpunkt t1 oder x an irgendeinem Zeitpunkt t2 oder das hier wäre x an der Stelle in der Zeit t3. Und das ganze Ding hier ist unsere Kurve. Das heißt, wir haben diesen Vektor, der zeigt irgendwo hin. Und wenn wir das t variieren, dann zeigt also die Vektorspitze, die fährt so eine Linie auf dem Papier oder im Raum aus oder sowas. Das ist eine Kurve. So können wir zum Beispiel Bewegungen von Objekten im Raum beschreiben. Wenn wir hier was werfen oder hin und her schieben oder sowas, könnten wir auf diese Weise den Weg, den das dann da geht, beschreiben. Also das wäre die Kurve. Und wo sind jetzt die Geschwindigkeiten? Ja, wir gucken jetzt die Änderung an von diesem x-Vektor, wenn wir das t ein bisschen ändern. Und dann sehen wir vielleicht, dass das hier an der Stelle sich in diese Richtung ändert, falls unsere Kurve so durchlaufen wird hier in der Zeichnung von links nach rechts. Dann wäre das vielleicht das x-Punkt zur Zeit t1. Oder hier würden wir vielleicht sowas sehen und sagen, das ist x-Punkt zur Zeit t2. Sie sehen schon, wie ich versuche, das zu malen. Das liegt immer tangential hier dran an der Kurve, das x-Punkt. Das wäre dann x-Punkt, na, den Vektorpfeil sollte ich drüber machen, x-Punkt zur Zeit t3. Also immer tangential an die Kurve und die Länge, je nachdem wie schnell wir die Kurve gerade durchlaufen. Wenn wir sie schneller durchlaufen, haben wir ein längeres grünes Pfeilchen. Wenn wir sie langsamer durchlaufen, ein kürzeres grünes Pfeilchen. Das ist soweit so gut. Dann gucken wir uns mal ein paar Kurven an. Ich schreibe das noch hier hin. X-Punkt tangential an die Kurve. So wie die Koordinateneinheitsvektoren gerade tangential an die Koordinatenlinien ran sind. Bei Geraden ist das recht langweilig, kartesischen Koordinaten. Bei dem Kreis brauchten wir dann schon an jeder Stelle irgendwie was anderes. Gut. Hier sind ein paar Kurven im R2 und ich frage Sie mal, was das ist jeweils. A, B, C. Ich biete Ihnen das mal auf Tweetback zum Auswählen an. Die Kurven A, B und C. Ich schlage Ihnen vor, vielleicht brauchen Sie nochmal den QR-Code. Ich blende ihn mal geschwind ein. Feedback heißt heute ZQHE. Hier ist der QR-Code nochmal zu sehen. Und gleich gebe ich Ihnen die Kurven wieder, die ich angegeben habe. Ich schlage Ihnen vor, das könnten sein Geraden, Parabeln, Halbgeraden, Parabeläste, Kreise, sowas. Überlegen Sie mal, was das ist. Hier sind sie. Also Nummer 1, was ist das? Vielleicht eine Gerade, vielleicht eine Parabel, vielleicht eine Halbgerade, vielleicht ein Parabelast, ein Kreis. Wir haben immer gesagt, t soll eine reelle Zahl sein. Die ersten Stimmen kommen rein. Ich schaue so lange nochmal auf die Chatwall.
Okay, hier kommt die Bemerkung rot-grün-blind. Das ist natürlich gemein, wenn ich rot und grün verwende. Allerdings ist die Farbe immer nur zusätzlich. Also ich mache es nicht so, dass Sie allein durch die Farbe irgendwas kennzeichnen. Und wenn Sie das jetzt hier tatsächlich, wenn Sie das tatsächlich, weil das Semesterende näher rückt und Sie an die Klausur denken und Sie das jetzt irgendwie beunruhigt mit Durchfallquoten oder sonst irgendwas. Also oft läuft es darauf raus, dass zwei Drittel, wegen mir auch gerne mehr, die Klausur bestehen. Und wenn Sie daran denken, dass Sie mehrere Versuche haben, mal überlegen, falls wirklich jeweils ein Drittel immer durchfällt, dann fallen durch zwei Versuche noch ein Neuntel durch. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie hier die hammergemeine Knechtungsveranstaltung ist, sondern das wird schon. Wenn Sie Ihre Übungen bisher gemacht haben und sich dann nochmal wiederholen vor der Klausur, das passt schon alles. Also lassen Sie sich nichts erzählen von 60% Durchfallquoten oder sowas. Das haben wir nicht, das hatten wir zum Glück noch nie. Gut, aber zurück zu den Kurven. Bei der ersten Kurve, wie muss ich das machen, dass man es auch zu Hause sieht, so. Ne? Bei der ersten Kurve sind die meisten von Ihnen der Meinung, es ist eine Gerade und dieser Meinung bin ich auch. Das ist ja gerade das, was wir vorhin gemacht haben. Das ist so eine Parameterdarstellung für eine Gerade. Da haben wir so einen Aufpunkt 1,0 und dann so einen Richtungsvektor 1,1. Also das ist wunderbar. Dann nehmen wir die Gerade. Das vielleicht auch farbig dahinter schreiben. Eine Gerade. Wenn ich immer sage, die meisten von Ihnen waren dieser Meinung und wir sind uns einig und so und Sie sind sich nicht einig mit mir oder den anderen, dann schreien Sie laut Stopp und dann reden wir drüber. Also A ist eine Gerade. Jetzt bei B sind aktuell die meisten dafür, dass B eine Parabel ist. Eine Parabel. Setzen Sie mal ein paar unterschiedliche Werte für das T ein. Und schauen Sie mal, ob Sie da wirklich auf eine Parabel kommen. Sie haben hier das Quadrat gesehen und gedacht, Quadrat, Parabel. Aber eigentlich ist das doch das Erste und das Zweite, die sind doch sehr ähnlich. Wir gehen zur Stelle 1,0 hin und danach addieren wir immer noch Vielfache von 1,1 dazu. Oh, genau. Es ist immer noch eine Gerade, die gleiche Gerade. Naja, fast. Wir schaffen es nämlich nicht, negative Vielfache von 1,1 einzusetzen. Also halbgerade wäre hier, das ist die Hälfte von der Geraden, die wir da oben hatten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel positive t einsetzen in a und in b, dann malen wir die gleiche Gerade oder die gleiche halbe Gerade. Aber wir durchlaufen die in B mit der Zeit viel, viel schneller. Weil wir wenn wir T gleich 2 einsetzen, dann addieren wir hier oben das Doppelte von diesem 1,1 dazu und hier unten schon das Vierfache. Also wir können das gleiche Ding malen, aber unseren Stift dabei beim Malen unterschiedlich schnell bewegen. Das machen diese beiden Formeln hier noch. Aber ansonsten für t größer 0 ist das gleiche geometrische Objekt, was wir in a und in b malen. Gekrümmt ist da noch nichts. Mach das mal hier hin. Für t größer gleich 0. Ja. Für t größer gleich 0, gleiche
halb gerade oder gerade. Erde, gerade heißt es. Gerade. Wie in A. Nur mit anderer Geschwindigkeit, das kann man jetzt auch nicht mehr lesen. Geschwindigkeit durchlaufen. Okay. Also so ein Quadrat macht es nicht automatisch gekrümmt jetzt hier in diesem Fall. B. C. C gibt es auch viele Vorschläge. Nee, das war der falsche Knopf für zu Hause zumindest. Machen wir es so. Vorne liegt wieder Parabel, wie gerade eben. Parabelast hat auch noch Punkte bekommen. Das wäre irgendwie so ein Teil von so einer Parabel, ne? Hätte ich jetzt mit Parabelast gemeint. Und Kreis kriegt auch noch einige Stimmen. Sie glauben auf jeden Fall alle, dass das gekrümmt ist. Das glaube ich auch. Tatsächlich bin ich für Parabel in dem Fall. Gucken Sie uns mal an. Wir haben hier zwei Richtungen vorgegeben, zwei unterschiedliche Richtungen, linearunabhängige Richtungen, 1, 0 und 1, 1. Und immer wenn wir einen Schritt in die eine Richtung gehen, hier, ein Schritt ist schlecht, immer wenn wir t in die eine Richtung gehen, gehen wir t Quadrat in die andere Richtung. Also wenn wir zum Beispiel als Richtungen hier gewählt hätten, 1, 0 und 0, 1, dann würden wir so eine nach oben geöffnete Parabel zeichnen. Immer wenn wir 2 nach rechts gehen, gehen wir 4 nach oben schon oder 3 nach rechts, 9 nach oben. Jetzt ist es nicht nach rechts und nach oben, sondern gut, tatsächlich das erste wäre nach rechts. Immer wenn wir Schrittchen t nach rechts gehen, gehen wir t Quadrat diagonal weiter auf der Winkelhalbierenden. Damit haben wir unsere Parabel so ein bisschen gedreht. Zur Seite, aber es wird immer noch eine Parabel werden. Also wir können versuchen, die auch zu zeichnen. Schaut mal hier Parabel dahinter. Wollen wir das mal machen? Hat das jemand von Ihnen schon probiert, was da rauskommt? Jetzt gerade irgendwie gekritzelt beim Überlegen. Wie viel Platz brauchen wir da? Mach das mal so. Haben wir x1, x2 hier. Machen wir mal so eine Einteilung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist 5, das ist 1. Hier ins Negative auch ungefähr. Würde ich die 1 vielleicht ein bisschen näher daran schreiben. 1. Okay, und jetzt, also wir malen C, diese Parabel. Also wenn wir T gleich 0 einsetzen, dann sind wir im Ursprung. 0, 0. Wenn wir T gleich 1 einsetzen, dann gehen wir 1 nach rechts und dann 1 so diagonal hoch. Vielleicht deute ich das mal hier mit so grünen Linien an. Ich gehe hier 1 nach rechts und 1 diagonal hoch. Dann kommen wir auf den Punkt hier raus. Wenn wir t gleich 2 einsetzen, gehen wir 2 nach rechts und dann 4 so diagonal hoch. 1, 2, 3, 4. So, wo kommen wir da raus? Da kommen wir raus nach rechts jetzt bei 6, ne? Und nach oben bei 4. Das ist genau das, was wir rauskriegen, wenn wir hier t gleich 2 einsetzen.
haben wir 2,0 plus 4,4, also 6,4. Wie ist es in die andere Richtung? Wenn wir mal t gleich minus 1 einsetzen, da gehen wir einen nach links und anschließend einen nach rechts oben. Landen wir also hier auf der y-Achse. Vorher waren wir schon mal hier unten im Ursprung. Oder wenn wir t gleich minus 2 einsetzen, da gehen wir 2 nach links, hierher, und dann wieder 4 nach oben, also bis hierhin. Hier hoch. Sind wir da an der Stelle 2, 4. Und wenn wir das mal so verbinden, dann kommt hier tatsächlich so eine Parabel raus, die jetzt eben hier in die Richtung der ersten Winkelhalbierenden da so rüber guckt und nicht senkrecht nach oben in Richtung der x2-Achse. Also das ist diese Parabel, die da rauskommt. Die guckt hier so rüber. Ne? Unser Koordinatensystem, in die wir diese Parabel reingemacht haben, ist ja ein Koordinatensystem mit einer Achse in die x1-Richtung und einer Achse in die Winkelhalbierende. Hier und hier. Das ist so eine gedrehte Parabel. Gut. Und jetzt können wir die Sachen verbinden miteinander, die wir gerade gemacht haben. Wir könnten jetzt die Geschichte mit den Polarkoordinaten und den Kurven miteinander verbinden. Kombiniere Polarkoordinaten und Kurven. Also wir geben eine Kurve in Polarkoordinaten an. Können wir sowas machen? Unser x von t sieht vielleicht so aus. Ein r von t und dann ein Cosinus von phi von t und ein Sinus von phi von t. Wenn wir jetzt also diese Funktionen r von t und phi von t angeben, so wie vorhin x1 von t und x2 von t, dann geben wir wieder eine Kurve an. Gebe nun Kurve an durch r von t und phi von t statt x1 von t und x2 von t. Oder x1 von t ist dann ja r von t mal Cosinus von phi von t. Und x2 ist r von t mal Sinus von phi von t. Da habe ich Ihnen auch Beispiele mitgebracht. Hier, über dem Strich da oben stehen Kurven im R2. Da unten habe ich mal noch eine Kurve im R3 angegeben, f. Und wenn wir diese Polarkoordinaten nutzen, dann können wir sehen, was das für Kurven sind. Ich biete Ihnen das hier wieder an auf Tweetback. Kurve D, E und C können wir stoppen, das war die Parabel. Also Kurve D, E und F. Was sind das jetzt für Kurven? Ich habe Ihnen mal vorgeschlagen, vielleicht Kreise, Ellipsen, Spiralen, Schraubenlinien oder so. Eine 8 oder sowas. Was sind das für Kurven? Ah ja,
Auf der Chatwall steht noch, was ist eine Halbgerade? Die Hälfte von einer Geraden. Also statt einer Geraden, die sich in beide Richtungen unendlich weit ausstreckt, ist eine Halbgerade was, was an einem Punkt startet und dann bis ins Unendliche geht. Wir hatten vorhin so Halbgeraden, das wären die Koordinatenlinien zu einem bestimmten Winkel in Polarkoordinaten. Die beginnen immer am Ursprung und gehen dann raus nach unendlich in eine bestimmte Richtung. Halbe Geraden, Halbgeraden. Okay, bei D sind Sie sich recht relativ einig. Da sagen die meisten von Ihnen, das ist ein Kreis und das passt ganz gut. Das ist ein Kreis mit Radius 2 um den Ursprung. Denn wenn wir das T wachsen lassen, dann ändert sich immer der Winkel Phi, aber der Radius R bleibt die ganze Zeit gleich. Der ist immer gleich. Also D ist tatsächlich ein Kreis. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Ja doch, so funktioniert es hier im Saal. Zu Hause sehen Sie die Abstimmung nicht, die auch mal kurz haben. Hier, die meisten waren für den Kreis. Und jetzt schreibe ich hier hin, das ist also ein Kreis. Na, Kreis mit Radius 2 um den Ursprung. Wenn Sie sich ja mal überlegen, wie Sie einen Kreis malen können, der nicht um den Ursprung geht, sondern um was anderes drumherum. Und wenn Sie eine der anderen Antworten angegeben haben und nicht überzeugt sind, dass das ein Kreis ist, dann melden Sie sich zu Wort und widersprechen mir. Ansonsten nehmen wir jetzt den Kreis einfach mal. Ups, habe ich jetzt E auch weggeklickt gleich? Das wollte ich nicht. Hallo? Okay, also bei D haben Sie sich für den Kreis entschieden und jetzt habe ich E aus Versehen auch schon gestoppt. Das wollte ich gar nicht. Da sind die meisten für, legen wir das auch mal für zu Hause sichtbar hier hin, da sind die meisten für Spirale, andere auch für Ellipse und auch Schraubenlinien 8 kriegen noch ein paar Stimmen. Also ich bin auch für Spirale. An der Stelle machen wir das so. Kann ich hier wieder malen. Da haben wir eine Spirale. Und zwar sehen wir das hier, wenn wir das T wachsen lassen, dann ändert sich ja der Winkel. Also wir zeigen für unterschiedliche Ts in unterschiedliche Richtungen, da wächst der Winkel an. Bei 0 liegen wir auf der x-Achse und dann wächst er an, bei Pi halbe zeigen wir in Richtung der y-Achse und so weiter. Und der Radius, der ändert sich, der wächst mit dem T. Der ist am Anfang 1 und wenn wir einmal rundherum gegangen sind, dann liegt T bei 2Pi, dann ist er 2. Also wir könnten diese Spirale auch ganz gut malen. Wenn wir vielleicht hier so einen Kreis mit Radius 1 und einen Kreis mit Radius 2 malen. Hier ist x1, hier ist x2. Dann läuft unsere Kurve jetzt so. Die beginnt hier auf dem Kreis mit Radius 1. Und bei t gleich 2pi kommt sie auf dem Kreis mit Radius 2 raus. Und der Radius, der wächst so linear an. Also hier drüben müssen wir hier durch, hier, hier, sowas in der Art. Sieht ein bisschen eirig aus, aber ich hoffe, Sie sehen die Idee. Also wir lassen Phi laufen, t läuft von 0 bis 2pi, damit läuft Phi hier von 0 bis 2pi. 0 zeigen wir die x-Richtung, dann bei Pi halbe zeigen wir die y-Richtung, bei Pi zeigen wir die negative x-Richtung, bei 3pi halbe in die negative y-Richtung, bei 2pi wieder in die x-Richtung. Und während ich hier meinen Arm rumgekreist habe, muss er sich verlängert haben, muss mit Länge 1 gestartet sein
und dann immer länger geworden, sodass er dann mit Länge 2 da drüben wieder ankommt. Also hier die Spirale in E und in F, was ist das? Das nehmen wir auch noch schnell mit, bevor die Zeit um ist. Oh super, das ist ja langweilig, Sie sehen es ja alle richtig. Also F sind die meisten von Ihnen für Schraubenlinie. Und zwar, wenn wir mal für einen Augenblick die dritte Komponente hier nicht anschauen, sondern nur in die x1, x2 Richtung gucken, dann sehen wir wieder einen Kreis, diesmal einen Kreis mit Radius 1. Und während wir diesen Kreis zeichnen, fahren wir unseren Stift in z-Richtung noch nach oben von 0 bis 2 Pi. Deswegen kriegen wir hier so eine Schraubenlinie raus. Wenn wir die zeichnen wollen, dann hilft es vielleicht, wenn wir irgendwie so einen Zylinder zunächst malen und dann hier irgendwie unser Koordinatensystem reinmachen in den, das verankern wir hier unten irgendwie so. Ah. Vielleicht ist hier x1, x2, x3. Und jetzt würden wir, also wenn wir nur in der x1, x2 Ebene bleiben, würden wir einfach da unten diesen Kreis hier nachmalen. Und jetzt aber während wir diesen Kreis abfahren, wir starten den hier, lassen wir die x3 Richtung um 2 Pi anwachsen. Also kommen wir am Ende hier oben raus. Und zwischendrin waren wir mal hier hinten irgendwie auf halber Höhe und hier so auf Viertelshöhe und hier vielleicht auf Dreiviertelshöhe. Also kommen wir irgendwie so da hoch, bis wir dann nachher hier oben diese Schraubenlinie sehen. Also um das sichtbar zu machen, habe ich hier so einen Zylinder mit Höhe 2 Pi eingezeichnet. Und das Rote, die Schraubenlinie, ist unsere Kurve. Und bevor ich noch mehr über die Zeit gehe, sollte ich jetzt hier an der Stelle stoppen. Also wir können alle möglichen interessanten Sachen malen. Und Geschwindigkeiten rechnen wir dann einfach am Freitag noch aus. Dankeschön bis hierhin. Gutes Neues nochmal. Bis Freitag.